Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weisheit aus Wer kennt wen? Ende Februar 2012. Und ich beginne direkt mal mit einem ganz großartigen Witz. Warum kriegen Frauen ab 50 keine Monatsblutung mehr? Weil sie das ganze Blut für die Krampfadern brauchen. Ja, das ist Wer kennt wen Niveau. Und unverzüglich fahre ich damit fort, nach grandiosen Weisheiten zu suchen. Heute widmen wir uns mal im speziellen Facebook, Weisheiten aus Facebook. Denn inzwischen gibt es bei Facebook unglaublich viele ganz weise Sprüche, die die Leute inzwischen noch nicht mal mehr selber aufschreiben, sondern irgendwelche blöden Bildchen bei irgendwelchen Gruppen finden bei Facebook, die sie dann in ihrem Profil posten, wo dann so ein Pfeil auf ihr Gesicht kommt. Das bedeutet dann, dass dieser Spruch zu dieser Person gehört. Diese Person sich mit dem Spruch identifiziert. Alles klar. Wenn man ein Freund sein möchte, sollte man es ganz und gar sein. Nicht nur teilweise, nicht nur, weil es gerade passt, nicht nur, weil man jemanden zum Reden braucht, nicht nur, weil es einem schlecht geht, nicht nur als Mittel zum Zweck, nicht aus falschen Gründen, nicht nur, weil man niemand anderen hat, sondern aus Ehrlichkeit und Zuneigung. Wenn man das nicht kann, sollte man besser fernbleiben, denn Oberflächlichkeit gibt es auf der Welt genügend. Ist von der Seite, sie sagt es mit Bildern. Was soll ich denn dazu sagen? Sie sagt es mit Bildern, das ist ja so ein bisschen so ein Klischee, ne? Sie sagt es mit Bildern. Ich meine, es sind tatsächlich oft Frauen, muss ich leider sagen, ohne jetzt irgendwelche Vorurteile füttern. Nein, zu pflegen, ohne irgendwelche Vorurteile pflegen zu wollen. Es sind tatsächlich oft Frauen, die diese emotional verwahrlosten Sprüche machen. Vielleicht liegt es daran, dass Frauen oft von Männern enttäuscht werden oder allgemein von allen enttäuscht werden. Oder eine seltsame Erwartung an sich selbst haben, mit diesem seltsamen emanzipierten modernen Weltbild der Frau sich nicht so ganz identifizieren können oder es nicht ganz erfüllen können, den Erwartungen gerecht werden können. Vielleicht verzweifeln deshalb viele Frauen und geraten in diese emotionalen Löcher und schreiben diese Sprüche. Obwohl ich auch sagen muss, es gibt wirklich viele Männer, die hier einen ablassen, der... Wow. Diese Person wäre Intelligenz... Achso, sagt. Fail. Diese Person sagt, wäre Intelligenz ein lebenswichtiges Organ, müssten einige künstlich am Leben erhalten werden. Toller Spruch. Zwei Personen gefällt das, einmal geteilt. Es gibt Menschen im Leben, die spielen dir die perfekte Show vor. Niemand kann sie durchschauen, vor allem die Menschen nicht, die sie mit dem Herzen sehen, nicht mit den Augen. Sie reden so perfekt, dass sie ihre Lügen als Realitäten darstellen und selbst daran glauben, was sie erzählen. Das Schlimmste ist, sie merken nicht, was sie anderen Menschen antun, in welches Licht sie die anderen stellen, nur um ihr eigenes Ansehen nicht zu beschmutzen. Solche Menschen gibt es. Ich habe sie kennengelernt. Ich behandle Menschen oft nicht so, wie sie es wollen, aber wenn es jemand darauf anlegt, behandle ich ihn, wie er es verdient. Viele kennen mein Lachen, aber keiner weiß, was ich fühle. Viele hören, was ich sage, doch keiner weiß, was ich denke. Viele sehen, was ich schreibe, doch keiner weiß, was sich dahinter verbirgt. Viele sagen, sie kennen mich, dabei wissen sie nur, wie ich aussehe. Das ist falsch, denn... Viele sehen, was ich schreibe, doch keiner weiß, was sich dahinter verbirgt. Oh ja, das haben wir ja inzwischen schon seit 37 Folgen festgestellt, was sich dahinter verbirgt bei den Leuten, die so und sowas schreiben. Und fast immer habe ich recht gehabt, dass diese Leute emotional verwahrlost waren. Viele kennen nur mein Aussehen. Moment, viele sagen, sie kennen mich, dabei wissen sie nur, wie ich aussehe. Ja, viele Bilder habe ich euch schon beschrieben, von wirklich ganz wundervollen Kreaturen der Schöpfung. Manche sagen auch Sackgassen der Evolution. Und aufgrund dieser Vermutung
Ja, lag ich schon oft ganz richtig, wie die Leute allein schon aussehen, was sie für Bilder einstellen, dass dann immer genau diese Sprüche dastehen. Manche Menschen treten dir auf den Fuß und entschuldigen sich, andere treten dir ins Herz und merken es nicht einmal. Zwei Personen gefällt das, einmal geteilt. Menschen, die mit mir nicht auskommen, müssen eben noch ein bisschen an sich arbeiten. Positives über mich erfährst du von meinen Freunden, Negatives von meinen Feinden und die Wahrheit von mir. Ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen bei Facebook und ich sage euch mal was. Das stammt alles von einer einzigen Person. Das Fatale an Facebook ist ja, dass man bei einigen Leuten wirklich unendlich weit in die Vergangenheit schon gehen kann. Ja, da kann man sich ja dumm und dämlich lesen. Scheiße ist das. Die machen mich aggressiv. Jetzt stöber ich nochmal bei Wer kennt wen. Liebes Leben, als ich dich fragte, ob der Tag noch schlimmer werden kann, war das eine akustische Frage, keine Herausforderung. Eine akustische Frage? So, und nach den Weisheiten widmen wir uns nochmal ein paar aufdringlichen Profilen. Jetzt haben wir den lieben Wilhelm. Liebe Frauen, die das lesen, schaut euch mein Profil an, denn dieser Mann sucht eine Frau. Bei Gefallen bitte anschreiben. Okay, alles klar. Gucken wir uns den lieben Wilhelm mal an, der so verzweifelt nach einer Frau sucht. So, Wilhelms Profilbild. Er sitzt an einem Biertisch mit so einer Laola Hawaii-Kette drum. Der ganze Tisch ist vollgestellt mit Biergläsern, eine Packung Marlboro und er sieht schon besoffen aus. So, und mit diesem Profilbild sucht er dann also eine Frau. Beziehungsstatus natürlich Single. Über mich, eine männliche Person, 1,81 groß, 88 Kilo schwer, dunkelblondes Haar, blaugraue Augen, ehrlich, spontan, lustig, aufgeschlossen. Hobbys habe ich, Musik höre ich, Filme schaue ich, Bücher lese ich. Wo Wilhelm schon mal war, sehr viele Länder in und außerhalb Europas. Damit meint also der liebe Wilhelm, eine Frau zu kriegen. Ich weiß ja nicht, ich war ja eigentlich noch nie wirklich Single bis zu meinem 16. Lebensjahr. Kriegt man so eine Frau? Ich glaube nicht. Also ich würde mal so einfach ganz spontan sagen, ich würde mich anders anstellen. Ich würde mich besser anstellen. Also ich würde das schon richtig gut machen. Aber nicht so. Wie alt ist er denn überhaupt? Der sieht auf jeden Fall mal aus wie über 40 irgendwie. Also was soll das? Und der liebe Wilhelm hat auch einen weisen Spruch geschrieben. Damit widerlegt sich das fast schon wieder, was ich eben bequatscht habe. Es gibt auch Verwahrloste und emotional Verwahrloste, aber hauptsächlich verwahrloste Männer. Der liebe Wilhelm hat nämlich Folgendes geschrieben: Man kann die Augen schließen und trotzdem geschehen Dinge. Man kann schreien und trotzdem wird man nicht verstanden. Man kann weinen und trotzdem ändern sich Situationen nicht. Man kann versuchen zu vertrauen und trotzdem enttäuscht werden. Man kann versuchen zu vergessen und trotzdem bleiben Erinnerungen. Man kann vor Problemen in Träumen flüchten und trotzdem wacht man immer wieder auf. Man kann versuchen zu lachen und trotzdem bleibt man traurig. Man kann das Licht suchen und sich trotzdem immer weiter in der Dunkelheit verirren. Man kann eine heilende Hand sehen und sich trotzdem aus Angst vor Enttäuschung abwenden. Man kann resignieren, sich selbst zerstören, doch man kann auch versuchen, ein letztes Mal aufzustehen, um zu kämpfen. Wilhelm ist eine Lusche. Deswegen wird er auch keine Frau kriegen. Ja, ist doch so. Und ein letztes Statement für diese Folge: Weisheiten aus Wer kennt wen, Weisheiten aus Facebook. Von der lieben. Vom Klausi! Hier vom Klausi. Der Klausi hat was Schönes geschrieben. Guck mal, was der Klausi geschrieben hat. Manchmal bin ich kalt wie Eis, manchmal heiß wie Feuer. Mal besonnen und ruhig, mal aufbrausend und laut. Manchmal die Erfüllung deiner Träume, mal dein Albtraum. Manchmal zahm, manchmal unzähmbar, manchmal zutraulich, mal scheu. Aber eines bin ich immer: ich selbst.
Und damit verabschiede ich mich für dieses Mal aus der Folge so und so aus weiß er noch wirklich in wen. Bis zum nächsten Mal. Weisheiten auswirkend wen machen das Leben erst richtig schön. Weisheiten auswirkend wen helfen uns, das Leben zu verstehen.